zum 8 bei mir zu Hause. Deine erste Pyjama-Party. Du musst schrecklich nervös sein. Alles ganz harmlos. Bis wir Wahrheit oder Wagnis spielen, dann kriegen wir schon raus, was du als Monster wirklich drauf hast. Pyjama-Party, Pyjama-Party? Da stand doch etwa Wahrheit oder Wagnis. Erfahre die dunkelsten Geheimnisse deiner Freunde. Oh nein, Cleo will unbedingt herausfinden, für welchen Jungen ich schwärme. Was soll ich nur tun? Was kommt als erstes? Vielleicht Wahrheit oder Wagnis. Ja. Gute Idee. Außer du hast etwas zu verbergen. Oh, hey, ich weiß. Zeit für etwas Styling. Wie wär's jetzt mit Kissenschlacht? Genug Zeit verplempert. Jetzt kommt Wahrheit oder Wagnis. Frankie fängt an. Was wählst du, Wahrheit oder Wagnis? Wagnis? Dann trau dich und sende eine SMS an die Jungs. Party bei mir zu Hause. Lade alle ein. Ich halte das für keine so gute Idee. Gut, dann Wahrheit. Für wen schwärmst du? Ich mach's doch. Also? Bist du sicher? Okay. Senden. Unglaublich, du hast es wirklich getan. Deine Eltern würden durchdrehen, wenn die ganze Meute bei dir zu Hause aufkreuzt. Bei mir? Cleo, es war dein Telefon. Das ist die Wahrheit. Oh nein. Also, was hast du für deinen Aufsatz gekriegt? Der Lehrer will darüber mit meinen Eltern sprechen. Oh was? Nein. Ein Monsterelterngespräch? Es wird ewig dauern, bis sie hergeschwommen sind. Ein Monsterelterngespräch findet nie statt, wenn es gute Nachrichten gibt. Wirklich? Du hast bestimmt das Thema total verfehlt. Vielleicht musst du die Klasse wiederholen. Was für eine Katastrophe. Ich bin eine Niete. Die Ärmste. Ich weiß, was können wir nur tun? Hey, ich habe eine Idee. Der Lehrer will irgendein Familienmitglied sehen, stimmt's? Das kann er haben. Nicht mich. Wir sind doch alle in seiner Klasse. Er wird uns erkennen. Wen dann? Okay, Slomo, denk dran. Du bist Lagunas Großtante Oceania. Ja, und du hast zwei Seepferdchen namens Roger und Blinky. Und du kommst aus der Tiefsee. Also immer tief Luft holen, bevor du sprichst. Fertig? Warum ist Slomo verkleidet wie ein Zackenbarsch? Monsterelterngespräch? Kapierst du? Ha? Jetzt wirst du bald wissen, was Schlimmes passiert ist. Was? Ich weiß, ihr wolltet mir ja nur helfen, aber bisher ging es nur um meinen Aufsatz. Jetzt fliege ich bestimmt von der Schule. Sie müssen sehr stolz auf Laguna sein. Sie ist meine beste Schülerin. Der beste Aufsatz aller Zeiten. Da bist du platt, oder? Siehst du? Ich wusste, es ist was Gutes. Wolf oder Vampir? Warum nicht beide? Alle beide sind irgendwie total, also. Redet ihr über Jungs? Diesmal nicht. Ein neuer Film läuft an. Zwei hart. Eigentlich zwei hart drei. Zweimal härter und dreimal spannender. Ich habe Teil 1 und 2000 Mal gesehen. Und wie auch du? Oh, ich war noch nie im Kino. Du, wo ist das Problem? Mit 16 Tagen hatte ich noch keine Gelegenheit dazu. Mädels, wir haben eine Mission. Na los, ab in die Aula. Hey, Katz da. Das ist ein Notfall. Das ist der erste Film, das Making-of. Der zweite Film, der... Ich will, dass Frankies erstes Kinoerlebnis perfekt wird. Draculaura, schließt den Projektor an. Laguna, bitte den Ton einschalten. Ich kümmere mich um die Lautsprecher. Und nicht das Popcorn vergessen. Und die Taschentücher. Braucht ihr Hilfe? Nein, du brauchst gar nichts zu tun. Genieße einfach nur den Film. Hey Leute, ich kenne mich etwas mit Elektrizität aus. Und wenn ihr nicht aufpasst, gibt's einen Kurzschluss. Und wie sehen wir jetzt den Film? Ich knistere vor Spannung, das sag ich euch. Was? Ich hab's. Strom ein. Wie ist der Film? Super. Er würde dir gefallen. Zum tausendem ersten Mal. Ich hatte schon Angst, ich wäre aus dem Rennen, weil mein kleiner Bruder mir ins Bein gebissen hat. Aber mich hält keiner auf. Ich werde sowas von gewinnen. Das könnte ihr so passen. Die Wahl zur Scream Queen werde ich haushoch gewinnen. Ich setze ein paar Gerüchte in die Welt und schon wählen alle mich. Bei Claudine ist nur eins herausragend, ihr vampirischer Haartick. Doch alles umsonst, verschenkt bloß nicht eure Stimme. Und keiner wird wissen, dass das von mir stammt. Aha, nie jemandem weitersagen. Und ich kenne das Tratschmonster, von der es alle erfahren werden. Senden! Oh, das ist ja irre! Das muss ich allen erzählen. Oh, lieber nicht. Ich möchte schon, aber ich darf nicht. Ich bin wenigstens Frankie, sie ist nicht irgendjemand. Oh, süß. Senden. Verstehe ich nicht. Jedem senden? Okay. Sprachschlag! Oh, meine Schuld, Simsen beim Gehen. Setzen an.
Für die beste Werbe-SMS-Kampagne in der Geschichte von Monster High gewonnen hat unsere Scream Queen, Claudine Wolf. Was? Das ist nur möglich. Alle haben sie gewählt und hier steht warum. Claudine, herausragend, plant eine vampirische Party und alles ist umsonst. Wow, es ist unglaublich, Cleo. Es lief wie von selbst. So, Johnny's Brothers, sowas von gestern. Justin weiter zum Anbeißen. Eve Burns, abhacken. Hey Mädels, checkt mich aus. Ich brenne heute. Ganz schön aufgeblasen. Chill mal ab, Heath. Du lahme Ente, Heath. Ich habe mehr Power in einer Kralle als du im ganzen Körper. Oho, da kriege ich ja heiße Ohren. Ihr wisst doch, Mädchen sind viel zu empfindlich für Leistungssport. Das hättest du nicht sagen dürfen. Nicht zu mir und nicht heute. Ich werde dir auf der Laufstrecke richtig Feuer machen. Du verbrennst dir die Finger. Wer die schnellste Runde läuft, gewinnt. Der Verlierer räumt die Horrorgrube auf. Abgemacht. Hier, meine Handtasche und meine Bücher, Ohrringe, Laptop, Handy, Kosmetiktasche, meine Armreifen. Hey Claude, willst du nicht zuschauen, wenn deine kleine Schwester von mir Feuer bekommt? Ach, ich kann's nicht mit ansehen. Musste das unbedingt heute sein? Ich besuche dich auch jeden Tag und lach mich tot. Vorhang auf, Mädels. Da staunst du, was? Heute ist Vollmond. Meine Mädels und ich besuchen dich jeden Tag und lachen uns tot. Dumm gelaufen. Hört euch an, was in meinem Horoskop steht. Heute läuft mir Mr. Perfect über den Weg. Gut aussehend, durchtrainiert, zuvorkommend und sehr verlässlich. Oh, hier steht, er ist das erste Monster, auf das dein Blick fällt, wenn du von dieser Seite hochblickst. Da ist er. Wie sehe ich aus? Zum Anfang siehst du doch immer. Typisch ich eben. Wo willst du hin? Mist, hier steht, es erfüllt sich nur, wenn ich ihn vor Schulschluss kennenlerne. Noch 2 Minuten bis zum letzten Klingel. Mädels, haltet ihn auf. Alle ihm nach. Er ist dort lang. Sphinx, er geht zu den Schließfächern der Jungs. Wir verlieren ihn, Frankie. Halt ihn auf. Ich verfolge Plan B. Ich mach das schon. Das schaffen wir. Froschattacke. Haben wir ihn erwischt? Hätte auch klappen können. Okay, ich komm ja. Wenn er die Schule verlässt, ist alles vorbei. Und was ist Plan B? Das bist du. Ja, und dann habe ich gesagt, kein Geist würde an einem solchen Tag weiß tragen. Wie auch. Aber die Dame sagte, es gebe nur noch weiße Sachen. Oh, mein Horoskop stimmt absolut. Du bist der perfekte Typ. Wie gut du zuhören kannst. Hey, eine 2+? Klasse. Von wegen. Ich verdiene was Besseres. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Mr. Rotter gibt keine Einsen. Da kannst du nichts dran ändern. Falsch. Das hier gehörte Pharao Natalotin Kamen. Damit zwinge ich jedem meinen Willen auf. Das ist kein Spielzeug, Cleo. Hat dein Vater nicht gesagt, auf diesen alten Gegenständen liegt ein Fluch? Alles unter Kontrolle. Mr. Rotter, meine Arbeit war absolut perfekt. Warum habe ich keine 1 bekommen? Ich gebe keine Einsen. Ich verdiene aber eine 1 plus. Du verdienst eine 1 plus. Es gibt da bestimmt einen Haken. Da ist das Foul. Ich befürchte eine böse Überraschung. Bitte, alles unter Kontrolle. Oh nein, viel zu viel los hier. Wir kommen zu spät zum Unterricht. Bitte nicht. An diese Zauberkraft könnte ich mich gewöhnen. Die Hausaufgaben für heute. Habt Spaß. Cleo benutzt dieses Ding wie eine Kreditkarte ohne Limit. Ja, aber irgendwann bekommt sie dafür die Rechnung. Ein makelloser Tag. Ihr Mädels wart völlig umsonst besorgt. Da liegt kein Fluch auf der Statuette. Alles unter Kontrolle. Hä? Was ist denn los? Nichts hast du unter Kontrolle. Test zu bestehen, darf eine Woche lang nichts aus diesen Eiern schlüpfen. Der kleinste Riss und ihr seid durchgefallen. Oh, ich liebe Eier. Gib es mir, Feuerkopf. Zuerst mal werde ich euch vampirmäßig aufhübschen. Die einfachste Aufgabe aller Zeiten. Du bist dran.
einfach genial. Das hält doch höchstens eine Woche, oder? Ja. Wollt ihr euch nicht andere Partner suchen? Wie kommen Sie denn darauf? Weiß doch jeder, dass Meeresungeheuer schlechte Eltern sind. Stimmt nicht. Das ist doch nur Seemannsgarn. 7 Tage ohne Risse oder ihr rasselt durch. Er hat was gegen Amphibien. Wir werden es ihm schon zeigen. Wir werden die fantastischsten Pflegeeltern aller Zeiten sein. Oder? Aha, ein Riss. Durchgefallen. Oh, ich versteh's nicht. Wir haben doch alles richtig gemacht. Wo hast du die her? Gargoyle-Nest, oben in der Bibliothek. Hey, da haben wir ja was Tolles ausgebrütet. Ich wusste, wir sind tolle Pflegeeltern. Er scheint dich zu mögen. Du bist zum Lunch mit ihm und seinen Blutsbrüdern eingeladen. Sei nicht schüchtern. Du und Slomo, ihr könnt bestimmt über vieles gemeinsam jammern. Gut, dann komme ich eben mit. Allein wärst du vielleicht zu nervös. Frankie ist ja bei dir. Gehen wir. Zombies. Sie brauchen nur etwas, um das Eis zu brechen. Mit Eisbrechen kenne ich mich nicht aus. Aber ich habe schon manches Herz zum Schmelzen gebracht. Ich spüre nichts von der Hitze. Könntest du auch was anderes ziehen? Du und ich sollten füreinander brennen. Gulia, ich muss mein Make-up checken. Ich weiß, ich bin eigentlich für dich hier, aber manchmal ist Heath etwas zu anstrengend. Und du meinst, das funktioniert? Danke, dass du den Platz getauscht hast, Heath. In dem Licht kommen deine roten Augen besser zur Geltung. Hey, echt uncool. Hey, seht mal her, wie stehen mir die hier? Du bist echt witzig, das gefällt dir.